habe es jetzt gemacht. Man muss den irgendwie auftragen, dann einmal abtupfen und dann wieder auftragen. Ich probiere es jetzt, also hier ist meine weiße Tasse. Ja, also es funktioniert. Wartet mal, ich zeige mal kurz die Tasse. Ihr seht hier noch einen ganz kleinen Stain. Ich glaube, da habe ich einfach unten nicht genug von dem Zeug drauf gemacht. Aber so kommt nichts mehr ab. Also es funktioniert. Der Auftrag ist ein bisschen komisch. Es hat man wirklich das Gefühl, man hat gerade Nagellack auf den Lippen. Es brennt auch ein bisschen. Also es ist kein besonders angenehmes Gefühl. Ich würde es jetzt nicht unbedingt immer machen, aber ich habe so ein paar Lippenstifte bei mir, die ich sehr, sehr gern mag, die aber gar keine Haltbarkeit haben. Und da würde ich das wirklich verwenden. Also ich würde es nicht, wie gesagt, für alle verwenden, aber für ein paar. Ist ganz süß. Soll anscheinend nach Vanille schmecken. Habe ich jetzt gar nicht das Gefühl. Ich werde den jetzt über das Video mal drauf lassen und dann euch ganz am Schluss sagen, wie das Gefühl jetzt noch ist. Dann würde ich sagen, wir gehen weiter zu Boots. Denn natürlich habe ich im Superdrugstore nicht alles gefunden, was ich haben wollte an kleinen Produkten. Und bin dann nochmal an Boots weitergegangen. Und da habe ich einmal Abschminktücher geholt, einmal fürs Gesicht und die hier sind für die Augen. Ich habe die fürs Gesicht schon gestern getestet einmal kurz. Der Geruch ist jetzt nicht ganz meins, ist aber sehr, sehr gut zum Make-up runternehmen. Die habe ich auch schon mal getestet. Die sind ganz süß. Die sind wirklich, das sind große Wattepads, die getränkt sind und die nehmen das Make-up sehr, sehr gut runter. Das heißt, die zwei sind perfekt für meinen Griechenland-Trip. Dann habe ich ein kleines Mundwasser von Listerine mitgenommen. Finde ich, ich mag Listerine, deswegen fand ich es ganz gut. Dann dachte ich, um mich abends einmal zu verwöhnen, weil meine Dusche hier ist jetzt nicht so überragend und ich gehe mal davon aus, die Dusche im Hotel ist besser, habe ich mir so ein Ultimate Soul Scrub mitgenommen, also so eine Einmalanwendung, dass ich mich unter der Dusche scrubben kann. Dann habe ich ein Intim-Waschgel mitgenommen in klein, braucht man immer und ich wollte nicht meine große Flasche mitnehmen. Dann habe ich von Simple ein Gesichtsreinigungswaschmittel mitgenommen. Das habe ich auch schon in groß gehabt und das mag ich sehr, sehr gerne. Und dann muss ich nicht meine große Tube mitnehmen, sondern kann einfach nur die kleine mitnehmen. Dann noch eine kleine Zahnpasta. Die kenne ich gar nicht. Also erst dachte ich, das ist eine Colgate-Zahnpasta, weil es einfach aussieht wie eine Colgate-Verpackung. Aber es ist irgendwie eine ganz andere Marke. Ich werde die vielleicht noch einmal testen, bevor ich sie mitnehme, nur um sicher zu gehen, dass ich sie nicht eklig finde oder ähnliches. Und das hat eine Premium-Formulation für weißere Zähne. Also ich bin mal gespannt. Das seht ihr dann auch in meinem aufgebrauchten Video. Und dann, weil es in Griechenland so um die 25, 26 Grad habe, habe ich noch Protect and Go. Also so eine kleine Skincare. Einfach für meine Haut, die dann ein bisschen nackter ist. Also wenn ich ein T-Shirt trage oder so, weil ich einfach sehr, sehr schnell rot werde. Einfach auch schon wirklich von meinem Zimmer zum Frühstück, zum Meetingsraum. Wenn ich da in der Sonne bin, werde ich rot. Da habe ich das Kleine hier mitgenommen, weil ich einfach nur ein paar Tage gehe und jetzt nicht irgendwie am Pool liege oder so und meinen ganzen Körper eincremen muss, sondern wirklich nur die Stellen, die dem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Dann habe ich bei Benefits wieder zugegriffen, nicht Benefit, bei Soap & Glory, weil die wieder so ein 3-2 Angebot hatten, also nimm 3, zahl 2. Da war man, habe ich erst den Kick-Ass Fake Awake Dark Circle Concealer mitgenommen, also es ist so ein gelber Concealer. Den habe ich heute auch aufgetragen, aber ich muss echt sagen, ich bin sehr, sehr begeistert. Klar nimmt er nicht meine ganzen Augenringe weg, aber er nimmt sie sehr, sehr gut weg. Also wenn ich wirklich für so einen Non-Make-Up-Look gehen würde, könnte ich wirklich nur den nehmen und dann Puder drauf und dann good to go. Für ein bisschen mehr den und dann einfach noch einen anderen Concealer danach drüber. Aber er ist wirklich gut. Der ist zwar gelb, also ich zeige euch das mal kurz. Der ist zwar gelb, aber der ist so weiß-gelb. Das heißt, er ist jetzt nicht ganz so hardcore. Lässt sich sehr gut verblenden. Ich mag den wirklich, wirklich gern und ich bin sehr froh, dass ich den mitgenommen habe. Dann natürlich noch einen von den Lippenstiften, weil einer oder slash zwei nicht reichen. Und zwar habe ich hier The Missing Pink mitgenommen. So sieht der aus. Ich swatch euch den mal. Und ich mag einfach so Farben, vor allem für den Alltag. Also so ein Rosenholzton ist auch eine super schöne Farbe. Ist wie der braune, den ich heute drauf habe. Auch nicht ganz so matt wie der rote, aber immer noch so ein Zwischending. So nicht glossig, nicht matt, so ein Zwischending.
Und dann einfach nochmal mein Supercat Eyeliner. Den habe ich ja euch schon in meinem letzten Haul gezeigt. Ich habe ihn einfach nochmal gekauft, weil ich meinen in Deutschland habe liegen lassen das letzte Mal. Und ich finde ihn einfach so gut. Deswegen, ich hatte schon zwei Produkte, die ich wollte. Dann konnte ich den hier sozusagen noch umsonst mitnehmen. So, und dann noch so ein Haarband. Einfach aus dem Grund, ich lasse mir bald wieder meine Haare einfach ein bisschen kürzer schneiden. Und da wollte ich einfach jetzt im Sommer so ein Haarband haben und hoffe, ich werde es auch verwenden. So, weiter. Ja, ich habe noch nicht aufgehört. Ich war nämlich auch noch im B&M. B&M ist so ein Markt, der hat so alles, der hat so ein bisschen Make-up, ein bisschen Pflege, ein bisschen Klamotten. Einfach so ein bisschen von allen. Das ist im Prinzip wie TK Maxx, nur nicht mit so hochpreisigen Markenprodukten. Und zwar habe ich hier was für meine Mutter gekauft. Die liebt die und die gibt es irgendwie bei uns, glaube ich, nicht so. Und jedes Mal, wenn ich nach Deutschland gehe, bringe ich dieses mit. Das sind so Fuß-Treatment-Pads. Die habt ihr bestimmt auch schon mal in meinen Aufgebraucht-Videos gesehen. Das sind im Prinzip so Söckchen, die ihr euch anzieht für 20 Minuten. Und dann könnt ihr den Rest einfach einmassieren. Das ist im Prinzip, sage ich die ganze Zeit im Prinzip, ist halt wie so eine Sheet-Maske für Füße. Und ja, bringe ich immer wieder mit. Die sind im B&M relativ günstig. Dann auch für meinen Griechenlandurlaub habe ich einfach hier so zwei Drückfläschchen mitgenommen, weil ich möchte hier mein Shampoo und mein Concealer einfüllen. Und was ich ganz geil finde, die haben so Noppen hinten drauf. Das heißt, ich kann die auch noch so festnoppen, damit die nicht runterfallen. Und die fühlen sich auch sehr, sehr fest an. Ich habe jetzt wirklich geguckt, dass wenn ich drauf drücke, dass da keine Luft entweicht. Und ich fand die einfach sehr, sehr süß. Dann, jetzt kommt das Kind in mir zum Vorschein, habe ich mir eine Shower Cap geholt mit Frozen drauf. Ich mag Shower Caps total gerne, wenn ich eine Haarkur in den Haaren habe, damit ich nicht irgendwie überall dran datsche, weil ich mache sie meistens rein und dann lasse ich sie 30 Minuten einwirken und schlapp dann in meiner Wohnung rum oder gucke irgendwas. Und dann mag ich so Shower Caps ganz gern. Die ich momentan habe, da ist das Gummi echt mega eng gebunden und das tut mir einfach weh. Deswegen habe ich jetzt einfach die Variante mitgenommen und ja, hat halt Frozen, Elsa, Olaf und Anna drauf. Ich weiß, ich bin 28 und ich verhalte mich wie ein Kleinkind, aber das ist mir egal. Dann noch so Heat Relief Pads. Die sind hier in England relativ günstig. Also ich habe zwei Heat Pads für einen Pfund bekommen. Ich habe mir zwei Packungen mitgenommen. Das sind einfach so Pads, die man sich draufklebt, wenn man Rückenschmerzen hat. Ich verwende die immer mal wieder gerne, wenn ich mir irgendwie wirklich, wenn mein Rücken weh tut, und ich finde sie sehr, sehr gut. Die halten wirklich 12 Stunden. Ich habe sie mir morgens drauf gemacht, abends waren sie immer noch warm. Sie kleben sehr, sehr gut. Ich mag die einfach total gern und deswegen mussten sie mit, vor allem weil meine letzten leer sind. Dann habe ich mir von W7 Face Shaping Contouring Sticks geholt. Ich mache euch die mal auf, also die Packung ist schon offen, weil ich habe die gestern mal getestet. Das sind 3 Stifte. In 3 Tönen. Also der in der Mitte ist ein Highlighter, dann so ein mittleres Braun und ein dunkles Braun. Die sind wirklich aufgebaut wie Stifte. Und wie gesagt, ich habe sie gestern verwendet. Der Highlighter ist nicht der Burner, muss ich mal sagen. Die 2 Konturstifte sind nicht schlecht. Ich war am Anfang ein bisschen so, ich habe es drauf und da hatte dann so einfach wirklich wie so ein Filzstiftstrich in meinem Gesicht. Und ich so, okay. Dann habe ich es aber verblendet und es lässt sich sehr, sehr gut verblenden. Die Wirkung am Schluss ist nicht überragend. Also es ist jetzt nichts für ein Abend-Make-up. Das ist mehr, wenn ihr euch gerne konturiert, wenn ihr zur Arbeit geht oder in die Schule geht oder keine Ahnung. Sowas. Also wenn ihr sagt, ihr möchtet ein bisschen konturiert sein, aber nicht zu stark, dann würde ich euch die hier echt empfehlen. Aber ja, würde ich mir jetzt so nicht nochmal kaufen, muss ich gestehen, weil so überragend sind sie dann nicht. Dann habe ich mir noch vom Limsip Max, also auch aus dem B&M, so ein Daytime Cold and Flu Tabletten geholt. Ich habe das Gefühl, ich kriege so eine leichte Erkältung, was natürlich scheiße ist, weil ich in Urlaub gehe und nicht im Urlaub, beruflich aus dem Land bin. Und deswegen dachte ich, ich nehme mir das jetzt einfach mal mit, nur für den Fall, dass ich vielleicht was bekomme. Das sind im Prinzip wieder so Tabletten. Es ist nur ein Päckchen, einfach für einen Tag. Dann nimmt man 3-mal am Tag und 1-mal am Abend eine Tablette. Die hilft einem so ein bisschen über das Schlimmste hinwegzukommen. Da ist einfach Vitamin C, Paracetamol und sowas drin. Also
Ja, man fühlt sich dann nicht so bescheiden, wie man sich eigentlich fühlen sollte. Und die finde ich ganz gut. Und daher konnten sie mit. Und dann habe ich mir noch ein pures Acetonfläschchen mitgenommen. Das ist einfach dafür da, um falsche Nägel oder einfach, wenn ihr so Gelnägel habt, wie ich euch ja schon mal gezeigt habe, loszuwerden. Und es war einfach super, super günstig und deswegen habe ich es mir mitgenommen. So, kurz hier weg. Letztes Täschchen. Ah, hier liegt auch noch was. Das ist noch vom Super Drugstore. Das habe ich daneben gelegt und wollte es nicht mehr in die Tüte, weil ich es nicht verschütten wollte. Und zwar ist es ein loses Brotpuder von Collection Sheer Loose Powder in der Farbe Transparent. Ja, sorry, das habe ich vergessen. Es war auch noch in der Super Drug. Und wie gesagt, ich wollte es einfach nicht in die Tüte werfen, weil ich es ausprobiert habe für mein Make-up heute. Ich habe mein Make-up damit gesettet. So sieht das aus. Und ich wollte einfach nicht, dass dann alles rumfliegt. Ist ein sehr, sehr cooles Puder. Also mochte ich. Hat ein gutes Finish gegeben. Sieht nicht zu pudrig aus. Einfach sehr, sehr schön. War auch nicht teuer. Ich glaube 2 Pfund oder so. Daher sehr, sehr gut. So, jetzt aber noch zu TK Maxx. Denn ich habe ja noch nicht genug Produkte. Ich habe mir 3 Packungen gekauft mit so Sheet Masks. Ihr wisst ja, ich liebe Sheet Masks. Und so habe ich hier einmal Lavender Kollagen Maske mitgenommen. Die ist einfach für ein bisschen Haut, die ein bisschen älter wird. Ist aber auch durch den Lavendelgeruch sehr, sehr beruhigend, was ich einfach total mag. Ihr wisst ja, ich und Lavendel, große, große Liebe. Also Anti-Stress und jüngere Haut. Da waren fünf, oder das sind 5 Masken drin für 5 Pfund, was ich okay finde, weil normalerweise zahlt man auch für diese Montagne Jeunesse 1 Euro für eine Maske. Daher ist es okay und ist eine relativ gute Marke. Daher fand ich das in Ordnung. Dann habe ich mir von Intensiv Skincare Dermating, also von der gleichen Marke wie die hier, habe ich mir die Pore Refining Facial Sheet Mask gekauft, also Porverfeinernd. Ja, sind 4 Stück drin, auch für 5 Pfund, was ein bisschen mehr ist, aber die sollen sehr, sehr gut sein und sind normalerweise wesentlich teurer. Daher ist es in Ordnung. Und dann ganz am Schluss noch von Global Beauty Care die Carbon Maske. Die ist. So sieht die aus. Die ist Anti-Aging, soll die Haut einfach verfeinern und verweichen, also weich machen und die ist für alle Hauttypen. Und ich mag ja so Carbon-Masken ganz gern, also so nicht Carbon, Kohlemasken ganz gern, weil ich wirklich das Gefühl habe, die machen was mit den Poren. Daher durfte die auch mit. Hier sind, ich meine, 5 oder 6 drin und es hat auch 5 Pfund gekostet. Dann habe ich mir von Yankee Candle 2 Tarts mitgenommen. Und zwar einmal Grapefruit und Sage, also Salbei und weißer Tee. Die riechen beide super, super gut. Also sehr frisch, was ich jetzt im Frühling ganz angenehm finde. Und deswegen habe ich mir die mitgenommen. Grapefruit wird wahrscheinlich jetzt auch gleich in meinem Diffusor landen. Und dann einfach noch, weil ich auch kuschelige Gerüche mag, habe ich mir von der Marke Life Sweet Vanilla mitgenommen. Und zwar zweimal. Das ist mein absoluter Lieblings-Vanilleduft. Ich hatte von denen auch schon Kerzen und deswegen musste das auch mit. Ich zeige euch mal kurz was. So, sorry. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das ist eine kleine Eule. Das ist auch eine Kerze. Und zwar auch mit Live drin, also mit diesem Vanilleduft, den ich euch gerade gezeigt habe. Ich habe sie eigentlich nur mitgenommen, weil sie A, günstig war und B, ich diese Eule haben möchte für meine Pinsel. Und jetzt lasse ich die Kerze brennen und hoffe, die ist bald abgebrannt, damit ich die Eule verwenden kann. Dann habe ich auch noch einen Nagellack von Revlon mitgenommen, Brilliant Strange in der Farbe Enchant. Das ist so ein Glitzer-Pink-Nagellack, also so ein bisschen Barbie, könnte man sagen. Ist einfach so ein rosaner Ton mit silbernen Glitzerpartikeln. Und irgendwie hat er mich angetörnt. Der kostet normalerweise 7 Pfund und hier hat er 3 gekostet. Was immer noch viel ist, aber ich wollte ihn einfach haben. Und das letzte Produkt, mein heiliger Gral, also wirklich eins der besten Produkte, die ich gekauft habe, ist von Elizabeth Arden, der Beautiful Color Luminizer Lip Gloss. Ich weiß nicht, wie gut ihr Elizabeth Arden kennt, die ist schweineteuer. Ich habe diesen Lipgloss gesehen bei TK Maxx, der kostet normalerweise 19 Pfund. Ich habe ihn für 6 bekommen, was immer noch viel für ein Lipgloss ist, um ehrlich zu sein.
So sieht der aus. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe den mitgenommen, einfach weil Elizabeth Arden, und ich liebe Elizabeth Arden, aber ich kaufe sie mir nie, weil sie einfach zu teuer ist. Und habe ihn einfach mitgenommen und habe ihn dann ausgepackt und dachte, ach du Scheiße, der ist orange. Okay, das ist nicht gut. Orange steht mir nämlich gar nicht. Dann dachte ich, hey, gib es eine Chance. Worst Case Szenario, verkauf's, wenn es nicht geht. Ich habe es aufgetragen. So, so hübsch. Meine Lippen sahen einfach nur überragend aus. Irgendwie hat sich das total meinem Lippenton angepasst. Das war, ist so ein bisschen, ich kann die Farbe gar nicht beschreiben. Die ist so, hat so meine Lippenfarbe einfach noch tausendmal schöner gemacht, mit ein bisschen Glitzer drin. Ganz toller Schimmer, hat sehr, sehr lange gehalten für ein Lipgloss, was mich mega überrascht hat, weil normalerweise halten Lipglosse bei mir irgendwie gar nicht, weil ich irgendwie ständig esse und trinke. Mit dem konnte ich essen und trinken, man hat ihn immer noch gesehen. Sehr, sehr pflegend. Und was ich ganz cool finde, so ein kleines Gimmick, da ist ein kleiner Spiegel hinten dran, damit man sich unterwegs die Lippen nachziehen kann. Sehr, sehr geil. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich den gefunden habe. Ich habe irgendwie noch nie bei TK Maxx Ausschau gehalten nach Elizabeth Arden Produkten. In Zukunft werde ich das mal tun, weil ich, wie gesagt, liebe sie. So, das waren alle die Produkte, die ich gekauft habe. Ein Update zu meinen Lippen. Sie fühlen sich jetzt wieder ein bisschen besser. Ganz am Anfang haben sie ein bisschen gespannt. Jetzt fühlt es sich wieder anders. Habe ich einen normalen pflegenden Lippenstift drauf, was ich sehr, sehr gut finde. Und wenn ich den Kussecht-Test mache, sind meine Lippen immer noch kussecht. Also sehr, sehr cool. Mochte ich. Also mag ich sehr gerne. Ist eine gute Erfindung. Und ja, das waren alle Produkte. Wie gesagt, ihr werdet das sehen an dem Tag, an dem ich nach Athen fliege. Und ich hoffe, alles geht ganz gut und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!